Was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Ich nehme dieses Intro gerade mitten in der Nacht auf. Es ist gerade 3.30 Uhr. Ich habe das Pack-Opening jetzt fertig geschnitten. Und jetzt brauche ich noch ein Intro. Auf jeden Fall waren 90er plus Walkout am Start. Es waren so viele weitere Walkouts am Start. Und ihr werdet rausfinden, ob die 125k Packs Top- oder Flop-Packs sind. Also Cheat-Packs oder Flop-Packs sind. Gönnt euch das Video von Anfang bis Ende. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und jetzt bin ich auch, wenn ihr dieses Video gerade schaut, live auf meinem zweiten Kanal Fortnite. Richtig viele Solo-Wins holen. Also geht auf den Kanal auch und checkt das ab und abonniert mich da. Erster Link in der Beschreibung und jetzt geht's los. Let's go. Ach ja, und 5000 Likes wären auf jeden Fall chillig, Leute. Also jeder jetzt ein Like da lassen, wäre auf jeden Fall korrekt von euch. So Leute, es ist 19 Uhr und wir haben zum gesamten Team of the Year Lightning Rounds am Start. 80.050 K-Packs sind da, Leute. 80.000 Stück. Und heute muss es einfach blau werden. Wir sind auf der PlayStation 4 unterwegs, auf meinem Hauptaccount. Und ich muss heute etwas Blaues ziehen. Es muss ein Team of the Year kommen. Heute muss die Kanone gezündet werden. Ich werde jetzt auch genau neben mich legen, weil die wird heute gezündet. Leute, sollte ich in diesem Pack-Opening heute einen ziehen, einen Totti ziehen, dann machen wir die 10.000 Likes voll. Okay, Leute, ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Das ist ein dicker Deal. Und jetzt haben wir unseren ersten Inform. Einen Franzosen. Einen Innenverteidiger. Und das ist leider... Eieieiei. Okay, erster Inform ist am Start im Pack-Opening. Geht auf jeden Fall klar. Aber ihr wisst, wofür wir Ausschau halten. Für die blauen Karten. Für die blauen Karten halten wir heute Ausschau. Ich guck mal, wie viele 50k-Packs jetzt schon weg sind. Und was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Oh mein Gott, zum gesamten Team of the Week, beziehungsweise Team of the Year, also ja, was laber ich hier mit Team of the Week, ziehen ja alle wieder übertrieben durch. Da ziehen ja wieder alle übertrieben durch. Wir haben 11 Chancen. 11 Chancen, einen blauen Team of the Year zu ziehen. Einfach unfassbar. Die Chance ist relativ hoch, wenn man viele Packs sieht und deswegen will ich hier jetzt durchziehen. Dzeko ist der nächste Spieler und ich muss jetzt ein bisschen schneller machen bei den Lightning Rounds. Ich werde sagen, wir machen jetzt ein bisschen schneller. Ihr seht das hier, ich habe fast alle Packs, alle Spieler. Das ist einfach zu krass, wie mein Verein momentan schon aussieht. Es geht straight weiter. Es gibt noch 40.000 Packs. Ich hätte gedacht, die Packs sind länger drin. Ich dachte, alle haben ihre ganzen FIFA-Points schon ausgegeben. Ich dachte echt, alle haben ihre FIFA-Points schon ausgegeben und ich dachte auch echt, dass die 50k-Packs mich nicht enttäuschen werden. Aber ihr seht, auch ich, auch Wakesflex zieht mal so eine Spieler. What the fuck? Oh, 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 nicht mit Coins. Ich will mit Points ziehen. Ich will mit Points ziehen. Komm schon. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich will noch relativ viele 50k-Packs bekommen. Natürlich ist das nicht die dickste Lightning Round. Ja, komm! 90er Walkout! Ich wollte gerade schon sowas von in mein Bett jumpen, aber ich behalte meine Kraft für einen blauen Spieler. Aber wenn jetzt schon ein 90er Walkout kommt, dann heißt das, dass die Wakes Gang gleich noch was richtig, richtig krasses ziehen wird, Leute. Wow, 90er Walkout so früh im Pack-Opening. Gönnt euch, Leute, gönnt euch. Higuain. Nice, geht auf jeden Fall richtig fit. Preisvergleich, jawoll, Junge, jawoll. Ich brauche Coins, ihr seht oben, 6,4 Millionen habe ich schon. Und ich brauche noch mehr, weil Ronaldo Team of the Year, Messi Team of the Year, Kanté Team of the Year, Ramos Team of the Year, De Gea Team of the Year, die will ich noch alle holen und dafür brauche ich noch Mengen an Coins. Okay, es gibt noch 10.000 Packs, ich denke 2-3 Stück von diesen 50k Packs bekommen wir mindestens noch, wenn nicht sogar 4. Das heißt, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen die Packs und gönne mir den nächsten Walkout. Real Madrid und das ist dann Isco, Alter. Leute, ich ziehe schon einen Real Madrid Walkout. Und dann ist es leider nicht Modric. Oh, knapp daneben ist aber auch vorbei. Aber wir haben noch einen weiteren Walkout schon mal in diesem Pack-Opening. Das ist schon mal richtig nice und der ist auch auf jeden Fall 20.000 gerade nur wert wegen den Lightning Rounds halt, aber der wird nochmal easy steigen auf 25-30k, deswegen behalte ich den noch ein bisschen. Oh mein Gott, Gang, 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 125.000er Packs müssten da sein, 160.000 Stück an der Zahl. EA übertreibt es komplett, Boxen gehen aus und wenn wir heute hier nichts bei dieser Lightning Round blau sehen werden, dann weiß ich auch nicht. Erstes Pack fängt gechillt an mit Aduriz, Alter. Mit einem 84er das erste Pack, Alter. Ich dachte jetzt im ersten Pack direkt ein Inform, direkt ein Walkout oder so.
Aber nein, wir haben nur einen Spieler hier, den wir nicht haben. Wie geil sah das denn aus? Okay, ich tue ja... Hey, achso, ich wollte hier auf die Transferliste tun. Rest wollte ich abstoßen und ich kriege dafür 16.900 Coins. Krank. Ich habe noch 60.000 FIFA-Points oben, Leute. Diese Packs, die werden hundertprozentig nicht ganz so schnell weggehen, weil die meisten Leute ihre ganzen Points, Coins schon ausgegeben haben. Und jetzt kann ich ein bisschen chillen. Wir wollen aber heute etwas Blaues sehen und ich will, dass ihr alle nochmal ein Like raushaut, einfach nochmal einen Kommentar raushaut und dass wir jetzt den ersten Walkout raushauen. Thomas Müller ist am Start, Leute. Erster Walkout dieses Pack-Openings ist schon mal geregelt. 86er Müller, auch der ist ein Duplikat, Alter. Ich kann mich nicht mal mehr über Thomas Müller freuen, so weit bin ich schon angelangt. Und wir haben hier Wagner, Khedira und so weiter, come on. Meint ihr, Leute, seid ehrlich, Hand aufs Herz. Meint ihr heute in dieser Lightning Round kommt noch ein Team of the Year? Ich bete einfach dafür, dass einer kommen wird. Ich will am liebsten Ronaldo, Messi. Ja, ich glaube, ihr wisst alle, was dafür Zeit ist. Heute wird einer kommen. Okay, guck, 134.000 Packs noch. Das heißt, wir können viele, viele Packs ziehen. 2.500 FIFA Points gehen pro Pack raus. Und die Aufnahme läuft. Portugal. Ach, das kann gar nicht Cristiano Ronaldo sein. Das wäre blau gewesen. Ich wollte gerade schon drauf hoffen. Ich wollte gerade schon so krank drauf hoffen, dass es Cristiano Ronaldo wird. Aber es wird leider nur Bernardo Silva. 6,6 Millionen Coins haben wir jetzt bald. Nach dieser Lightning Round haben wir das Safe Full. 34 Transferliste Plätze sind belegt von 70. Das heißt, da habe ich auch noch genug Platz. Und ja, man kriegt pro Abstoßen jedes Mal so 15.000 Coins. Nehme ich auch gerne mit. Leute, ich würde sagen, wir kommen zu einem Nosepack. Wir kommen zu einem Nosepack. Die Kanone. Die Kanone. Ey, ich will immer, ich achte immer so krank darauf, ob das jetzt blau geworden ist oder nicht, ne? Und es wird einfach nicht blau. Ich feiere die 100k-Picks, glaube ich, mehr als die 125er. Junge, bis jetzt nur ein Workout, das war Thomas Müller und der Rest war bis jetzt Bluff. Der Rest war bisher Bluff, aber sowas von Bluff, das habe ich lange nicht gesehen. Ich glaube, nach dieser Lightning Round erstmal dick eine Runde Fortnite spielen, um abzureagieren. Oder dick eine Runde Weekend League. Um da ein bisschen auszurasten oder auch abzureagieren, je nachdem, wie man so drauf ist. Und schon geht es weiter. Ich habe jetzt schon über 10.000 Points schon wieder für diese Lightning Round ausgegeben. Und es wird einfach nicht blau. Es wird einfach nicht blau. Hamzik, Walkout ist am Start. Es ist ein Walkout, come on. Jetzt fängt's an, Alter. Jetzt fängt's hier an. Ich schwör's euch, Alter, jetzt geht's hier erst richtig los. Die Packs werden warm, Alter. Der Iro ist am Start, Hamzik ist am Start. Und jetzt, Leute, Motivationsrede ist am Start. Ich werde jetzt Packs ziehen, bis ein blauer Spieler kommt. Come on, Alter, wünscht mir einfach Glück. Und jetzt kommt gleich einer. Hamzik ist schon mal in meinem Squad am Start. Für die Gang, Alter, für die Wakes Gang habe ich den gerade ausgepackt. Richtig lit. Hier Erstbesitzer, Hamzik ist auch noch relativ viel wert. So um die 40k geht er bestimmt weg. Tue ich auch auf meine Liste rauf, genauso wie Bernardo Silva. Und jetzt geht's richtig los, Leute. Jetzt wird gezogen. Jo, jetzt auf Ansage, direkt ein Pack nach Hamzik. Achtet oben auf meine FIFA-Points, Leute. Die Packs rattern gerade weg, Alter. Die FIFA-Points rattern gerade weg. Und wir ziehen wieder einen Portugal-Spieler. Und wieder ist es nicht Cristiano Ronaldo. Aber wir nähern uns. Portugal, Portugal und jetzt gleich nochmal Portugal. Und dann wird es Cristiano Ronaldo. Bevor ich diesen Controller noch gegen die Wand donner oder so heute. Bevor ich diesen Controller noch gegen die Wand donner. Aber Leute, ich würde sagen, es geht weiter. Kann man Gabriel Jesus überhaupt noch verkaufen? Ich weiß nicht. Der ist bestimmt jetzt 2k wert nach diesen gesamten Lightning Rounds oder so. Obwohl, der geht sogar noch relativ gut weg. Und deswegen tue ich den auch auf die Transferliste. Und jetzt, bitte, yay, mach kein Auge. Guck mal, ich sitze schon auf dem Sprung, Leute. Ich sitze schon auf dem Sprung. Komm, komm, Junge. Ey. Komm, bitte, 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 jawoll, Piqué, nächster Workout, Nummer 3, Hamzik, Müller, Piqué haben wir, glaube ich, jetzt in diesen Lightning Rounds gezogen, gut, das ist schon mal lit, Bang, der kommt auch in die Wakes Gang, der kommt auch in mein Squad, Rin in die Gang, auch hier natürlich wieder Erstbesitzer, natürlich, und ich will meinen Verein mir gar nicht angucken, weil da sind, Miranda, zwei Workouts in einem Pack, Miranda und Piqué. Miranda und Piqué in einem Pack. Zwei Walkouts in einem Pack und ja, läuft. Läuft bei mir krank. Ich glaube, jetzt geht's ehrlich los. Jetzt geht es sowas von los und die 6,6 Millionen Coins sind geknackt. Ich werde mir gleich noch Cristiano Ronaldo Totti holen, wenn ich den nicht ziehen soll. Ich traue mich jetzt noch an ein Pack ran. Es gibt noch 60.000 Stück. Ihr seht, keiner zieht irgendwie diese 125er. Weil ich muss zugeben, ich feiere 50k Sets und sogar 100k Sets mehr.
als diese Sets. Komisch, aber wahr. Naja. Wir öffnen's. Der Schlitz wird blau. Der Schlitz wird nicht blau. Der Schlitz wird ein Inform. Und wenn das jetzt nicht Suarez ist, dann weiß ich auch nicht, das wird Schmeichel. Geht doch, Alter. Das ist ein guter Walkout. 85er Schmeichel. Ich raste hier schon bei so einem Schmeichelbissen aus, ey. Das sollte nicht passieren. Eigentlich sollte ich hier ausrasten, wenn es blau wird. Aber wir haben wenigstens einen guten aus dem Team of the Week gezogen. Auch wenn es nicht Son ist, auch wenn es nicht Suarez ist. Es ist Schmeichel. Ich weiß gar nicht, der wievielte Inform das von ihm ist. Ist das der zweite? Ich weiß es gar nicht, Leute. Auf jeden Fall skippe ich ihn jetzt mal. Und wir checken ab, ob vielleicht sogar noch ein Workout dahinter am Start war. Hinter Schmeichel. Noch ein Inform und noch ein Bailly. Geil, Digga. Bailly ist auch ungefähr 15k, denke ich, wert. Ja, 18 sogar. Geil. Und Schmeichel geht auch für 100k Range 30 weg. Nice, Alter. Chilliges Pack. Damit haben wir 50.000 Münzen so gemacht. Plus das von dem Abstoßen. Das heißt, das Pack, ja, das hat schon ein bisschen was gebracht an Coins. Aber so viel jetzt auch wieder nicht, ne?